Herr Götz, glücklicher Sieg heute ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Das kann man heute unterm Strich sagen. Es wäre auch verdient gewesen, vielleicht wenn Durlach mit dem Unentschieden hier mit dem 1-1 ausgestiegen wäre. Ja. Trotz allem, in der ersten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht. Ja. Sind dann auch rausgekommen, haben ein bisschen umgestellt. Ja. In der zweiten Halbzeit haben das dann 10, 15 Minuten, fand ich, ganz gut gemacht. Haben dann ein bisschen den Faden verloren. Ja. Auch kräftebedingt, ja, weil der ein oder andere Spieler, wo von Anfang an gespielt hat, angeschlagen war. Teilweise auch angeschlagene Spieler auf der Bank waren, ja, die einfach noch nicht 100% fit sind. Ja. Und bin trotzdem froh, dass wir ja heute 3 Punkte geholt haben. Sie sind froh, können Sie auch zufrieden mit der Leistung der Mannschaft heute sein? Vom Spielerischen her war das heute natürlich sehr schwer hier, auch auf dem Rasenplatz, ja, der sehr schwer bespielbar war. Da überhaupt einen Kombinationsfußball zu spielen. Ja, wir sind eher eine spielstarke Mannschaft. Ja. Und deswegen bin ich zufrieden. Ja. ASV Durlacher zu Hause, glaube ich, seit Dezember kein Heimspiel mehr verloren. Ja. Umso schöner ist es natürlich. Mit der Chancenauswertung können Sie wahrscheinlich hochzufrieden sein. Ja, ich denke, wir haben 2, 2,5 Chancen gehabt, ja, und machen 1 Tor. Dann können wir sagen, von der Chancenauswertung können wir zufrieden sein. Das war jetzt der 6. Spieltag, 5 Siege, 1 Unentschieden, ungeschlagen. Was haben Sie eigentlich noch vor als Aufsteiger? Ja, wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, ja, in der Vorrunde. Und da muss man mal sehen, wo wir stehen. Ja. Es kommen ganz, ganz schwere Spiele jetzt noch auf uns zu. Ja, mit Mannheim, mit VfR Mannheim, mit Zutzenhausen, mit Bruchsal. Ja. Und ich hoffe, dass jetzt ein oder andere Spieler jetzt endlich mal wieder kommt, der verletzt ist, ja, damit wir mehr Alternative haben. Ja. Und dann gehen wir das einfach ein. Ja. Wir sind unbekümmert, wir sind Aufsteiger, ja, und haben eine gewisse Euphorie und die versuchen wir jedes Spiel mitzunehmen. Manche reden ja vom Durchmarsch in die Oberliga. Wie sehen Sie das? Ja, das ist total vermessen. Ich denke, da ist VfR Mannheim und auch Mannheim, denke ich, schon noch stärker aufgestellt. Ja. Auch personell, finde ich. Ja. Und wir wollen die ärgern, ja, klar. Und wenn wir das können und wenn das bis zum Schluss ist, ist das okay. Aber es ist vermessen zu sagen hier, dass wir in die Oberliga wollen. Da muss noch viel, viel passieren, auch rundherum um den Verein, ja. Was gerade auch, sage ich mal, mit Management zu tun hat, ja, und Vorstandschaft zu tun hat, auch Mitarbeiter und so weiter. Ja. Das wollen wir aktiv angehen, ja, und da muss man mal sehen, wo wir uns positionieren können. Aber wir denken, dass, sage ich mal, die Verbandsliga die richtige Liga für uns ist. Herr Götz, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.